Unsere Drogenbeauftragte Marlene Mortler hat mal wieder ein paar Fragen auf einer Pressekonferenz beantwortet und ihre legendären Aussagen werde ich nun analysieren. Um zu zeigen, dass ich nicht gegen alles hetze, was aus dem Mund von Marlene Mortler kommt, erwähne ich am Anfang des Videos, dass Marlene Mortler nicht nur Unsinn geredet hat. Ich war zum Beispiel überrascht, dass sie sich bei dieser Pressekonferenz erneut für eine Heroinsubstitution für Süchtige ausgesprochen hat. Da bin ich definitiv mit ihr einer Meinung. Auch positiv ist mir aufgefallen, dass sie den Alkoholkonsum hier nicht unnötig schönredet oder irgendwie besser darstellt als andere Drogen. Sie war schon sehr hart mit dem Alkohol. Folgende Aussage finde ich zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Meine Damen, meine Herren, ich habe überhaupt nichts dagegen, darüber zu diskutieren, ob unser geltendes Sanktionsrecht ideal ist, ob man nicht etwa einheitliche Eigenbedarfsgrenzen braucht oder Maßnahmen zur Frühintervention in das Strafverfahren integriert nach dem Motto Beratung statt Strafe. So eine Therapie statt Strafe-Lösung ist zwar alles andere als ideal, aber deutlich besser als die jetzige Situation. Also ja, Mortler, lass uns darüber diskutieren und das dann auch umsetzen. Doch jetzt kommen wir zu Ihren fragwürdigeren Aussagen. Ich habe eine Frage zu Bayern. Wenn ich richtig gesehen habe, gab es am meisten Drogentote in Bayern. Worauf führen Sie das zurück? Da gibt es verschiedene Erklärungen. Wir haben die speziell, was Bayern betrifft, aber auch andere Bundesländer immer wieder hinterfragt. Einmal die Tatsache, dass in Bayern die Bevölkerung schneller als anderswo wächst, also im Verhältnis dann die Zahl der Drogen ansteigt. Das ist schlechte Erklärung und Begründung, ich weiß. Marlene Mortler, und wir wissen das auch. Wir wissen sogar die offensichtliche Ursache damit, dass Bayern die strengste Drogenpolitik hat, das dazu führt, dass man sich weniger traut, Hilfe zu holen, die Leute eher irgendwelche hochgefährlichen Legal Highs probieren, die Drogen schlechtere Qualität haben. Hat es bestimmt nichts zu tun. Model, Sie sagten ja gerade in Bezug auf Alkohol, Cannabis, Tabak, dass die Menge und der Zeitraum entscheidend ist beim Konsum, also die Dosis macht's. Was halten Sie denn für einen verantwortungsvollen Rausch? Also wie kann man den Leuten zum Beispiel einen verantwortungsvollen Cannabis-Rausch beibringen? Das meine ich aber jetzt nicht ernst, oder? Hier ein Zitat von Marlene Mortler von diesem Jahr. In Deutschland trinken immer weniger Jugendliche regelmäßig Alkohol. Das ist eine gute Nachricht. Dieser Trend kommt nicht aus dem Nichts. Er ist auch das Ergebnis guter Aufklärungsarbeit. Die Kampagne Alkohol, kenn dein Limit, ist ein zentraler Baustein unserer Präventionsstrategie. Kenn dein Limit, sehr interessant. Bei Cannabis sorgt allein die Frage nach einer Safer Use Aufklärung für Empörung, während bei der Kampagne, welche nach Aussage von Marlene Mortler selbst der zentrale Baustein für einen Rückgang des Alkoholkonsums ist, dass Safer Use schon im Namen steckt. Die Kampagne heißt nicht Alkohol, hör auf damit, sondern Alkohol, kenn dein Limit. Auf der Seite zu der Kampagne findet man unter anderem 10 Regeln für risikoarmes Trinken. Absolut. Sie mögen zu denen gehören, denen Cannabiskonsum offensichtlich nicht schadet. Du hast was zum Thema Cannabis gesagt, also es ist ja klar, dass du automatisch konsumierst. Mein Blick gilt denjenigen, die ernsthafte Probleme haben. Es mag sein, dass es dem einen nicht schadet. Das ist ja bekannt, das ist ja nichts Neues. Aber ich muss mich als Drogenbeauftragte um die jungen Menschen kümmern, die zweifelsfrei Probleme haben. Marlene, dein Job heißt Bundesdrogenbeauftragte und nicht Beauftragte für junge Menschen, die zweifelsfrei Probleme haben. Ich meinte nicht zweifelsfrei, sondern zweifelsfrei. Zweifelsfrei. Hey, ich darf mich darüber lustig machen, weil ich stotter selbst auch. Jedenfalls ist es dein Job, das komplette Spektrum der Drogenpolitik aufzugreifen. Wenn Menschen, die kein Problem durch ihren Drogenkonsum haben, den Großteil der Konsumenten ausmachen, warum ausgerechnet diese bei drogenpolitischen Überlegungen außen vor lassen? Immer mehr Studien weisen darauf hin, dass aufgrund des erhöhten THC-Gehaltes, aufgrund dieser Legalisierungsdebatte, die ist den jungen Menschen dann andererseits wieder leicht macht, zu sagen, die sagen doch alle, das ist harmlos, wir auf einen falschen Weg geraten. Es gibt Studien, die zeigen, dass wir aufgrund der Legalisierungsdebatte und des erhöhten THC-Gehalts auf einen falschen Weg geraten? Die Studien möchte ich mal bitte sehen. Ich befürchte, dass die große Lobby, die hier dahinter steckt,
auch weiterhin die Tatsachen verdreht. Wir werden gleich sehen, wer hier die Tatsachen verdreht. Und wenn ich nach Colorado blicke... Man spricht es Colorado aus und nicht Colorado, aber fahr fort. Und wenn ich nach Colorado blicke und sehe, dass der Konsum hier massiv angestiegen ist... Woher nimmt sie diese Information? Ich habe keinerlei Berichte gefunden, die das bestätigen. Es ist richtig, dass in Colorado die Jugendlichen mehr Cannabis konsumieren als in anderen Bundesstaaten. Aber das war bereits vor der Legalisierung so. Und die nehmen schon immer mehr Drogen als andere Bundesstaaten. Nicht nur mehr Cannabis, sondern alles von Kokain bis Alkohol. Deswegen wird der Staat auch manchmal Alcoholorado genannt. Auf der Webseite der Drogenbeauftragten habe ich auch extra nach Colorado gesucht, in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie eine Quelle genannt wird, die das behauptet, doch es gab null Treffer. Bezieht sich Marlene hier auf die Fake-Daten von Jeff Sessions? Es gibt noch eine Studie, die angeblich behauptet, dass der Konsum unter Jugendlichen um 20% gestiegen sei. Warum diese Studie Unsinn ist, habe ich bereits genügend in meinem Emi Zöllner-Video erläutert. Also, wer verdreht hier die Tatsachen? Dass es sogar Probleme von Kindern zwischen 0 und 8 Jahren gibt, weil man in Gummibärchen, in Plätzchen, wie auch immer, bestimmte Stoffe mitverarbeitet. Ja, es ist richtig, dass es in den letzten Jahren ein paar mehr Fälle gab, in denen Kinder THC-Gummibärchen gegessen haben. In dem einen Krankenhaus in Colorado gab es in den letzten 2 Jahren 32 solche Fälle, während es in den 4 Jahren vor der Legalisierung nur 30 waren. Dem muss man auf jeden Fall entgegenwirken und das tut man auch. THC-Gummibärchen werden in Zukunft verboten, sodass es seltener zu solchen Verwechslungen kommen kann. Außerdem sind solche Zahlen immer noch gering im Vergleich zu anderen gefährlichen Gegenständen, die Kinder aus Versehen verspeisen. Man soll wirklich Millionen erwachsenen Menschen den Konsum verweigern und sie dafür strafrechtlich verfolgen, nur weil es ein paar unfähige Eltern gibt, die nicht in der Lage sind, ihr Weed für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Das ist von den Proportionen her einfach krank. Warum nicht einfach nur die Strafen für ein solches fahrlässiges Verhalten erhöhen und Aufklärungskampagnen in diese Richtung starten? Den Kindern, die wegen sowas im Krankenhaus waren, geht es inzwischen übrigens wieder gut. Dann muss ich sagen, mir fehlen fast die Worte und ich plädiere hier auf keinen Fall für einen gezielten Rausch, sondern dafür gar nicht erst anzufangen. Herr Verkehrsminister, sind Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Straßen sinnvoll? Als Verkehrsminister beschäftige ich mich nur mit Menschen, die sich sowieso nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten würden und so oder so Unfälle bauen würden. Deswegen plädiere ich, man sollte gar nicht erst Auto fahren. Steig mal lieber auf elektronische Stelzen um. Das ist sowieso das beste und sicherste Fortbewegungsmittel überhaupt. Ich spende jetzt erstmal 50 Euro an Jungen Naiv für die geile Frage zum Thema Self-Use. Danke Thilo, dass du uns immer so geilen Mordler-Content bringst. Vor allem jetzt, wo bald Bundestagswahlen sind, solltet ihr den Kanal Jung und Naiv definitiv mal abonnieren. Ich bitte euch echt nicht oft darum, aber bei so einem politischen Video wäre es echt cool, wenn ihr dieses teilt, damit vielleicht auch Cannabis-Legalisierungsgegner durch solche Videos ihre Meinung ändern. Und natürlich auch, damit ich fucking viel Geld mit YouTube durch die Klicks mache. Unterschreibt außerdem noch die Cannabis-Legalisierungspetition vom Deutschen Hanfverband, welche ich in der Beschreibung verlinkt habe. Wenn ich dann auch meint, habt dann auch einen auf meinen 3000, abonniert diesen Kanal.